Es war wieder ein ganz besonderer Abend im Zeichen junger Musiker und Musikerinnen. Das Jugendorchester des Oberösterreichischen Landesmusikschulwerkes spielte am Samstag, den 3. November, im Brucknerhaus Linz. Mit rund 70 Instrumentalisten unter dem Dirigenten Peter Aigner wurde wieder ein wirklich ausgezeichnetes Konzert gespielt. Peter Aigner leitet die Upper Austrian Sinfonietta seit 2003. Das Programm heuer war vom Niveau relativ hoch angesetzt, aber die jungen Musikerinnen und Musiker haben das wieder ganz toll bewältigt. Wir haben es ja wie in den letzten Jahren im Sommer einstudiert, schon einmal gespielt und dann in den letzten beiden Tagen noch einmal sehr intensiv geprobt und ich bin ganz glücklich über das Ergebnis. Es sind ja fast jedes Jahr neue Musikerinnen und Musiker dabei, zum einen, weil eine gewisse Altersgrenze erreicht wird. Dann steigen einige in das Jugendsymphonieorchester auf und es kommen natürlich dann immer ganz junge und frische Nachwuchskräfte dazu. Heuer, ich schätze mal, zwischen 30% und 35% neue junge Musikerinnen und Musiker, für die so ein großes Orchester natürlich Neuland ist. Zu Beginn standen drei symphonische Tänze aus der Oper Die verkaufte Braut von Friedrich Smetana am Programm. Die Polka, Furiant und Tanz der Komödianten. Das Thema des Konzerts lautete Solistenkonzert Dr. Josef Ratzenböck Stipendium 2017. 20 besonders begabte Musikerinnen und Musiker erhielten im Jahr 2017 das Dr. Josef Ratzenböck Stipendium. Dieses Stipendium soll ein Beitrag zum Kauf eines Musikinstrumentes sein bzw. eine besondere musikalische oder tänzerische Fortbildung ermöglichen. Zwei von ihnen wurden für einen Soloauftritt für dieses Konzert im Linzer Brucknerhaus ausgewählt. Eine besondere Auszeichnung, welche sich die beiden Prima La Musica-Gewinnerinnen Agnes Oberndorfer und Leonie Tischler wirklich verdient haben. Du bist Preisträgerin des Josef Ratzenböck-Stipendiums von 2017. Wie ist es dazu gekommen? Also durch die Leidenschaft, die ich für die Musik einfach habe, ist dann ganz klar, dass man halt bei Wettbewerben mitmacht und dass man sie halt gern beweisen will bei anderen. Und da ist mir eben auch das Dr. Josef Ratzenböck Stipendium untergekommen, das mir dann von meiner Lehrerin vorgeschlagen worden ist. Und dann habe ich es probiert und ich habe es eben bekommen. Dadurch habe ich mir dann auch die Querflöte unter anderem mitfinanziert. Und ja, dann hat es auf einmal geheißen, ich bin auserwählt, dass ich da auch als Solistin mitspielen darf und das hat mich voll gefreut. Und jetzt bin ich da. Von Leonie Tischler wurde das Konzert für Flöte und Orchester in G-Dur von Karl Stamlitz hervorragend gespielt. Ist es sehr schwierig zu spielen? Ja, man kann es so und so sagen. Am Anfang ist es natürlich immer sehr schwer, aber das ist der richtige Kitzel beim ganzen Musizieren ist einfach für mich die Perfektion. Nicht das Erüben am Anfang, sondern das, dass dann wirklich die Emotionen da mitspüren in dem Ganzen und dass man selber einfach damit zufrieden ist. Und das ist natürlich schon sehr schwer. Also da braucht man halt viel Übung und viel Stunden und viel Ausdauer geht da drauf. Aber wenn man zum Schluss zufrieden ist mit sich selber, finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Welche Unterstützung hast du von Seiten der Familie? Die ganze Unterstützung, die man haben kann. Also meine Eltern unterstützen mich da in jedem Fall, wirklich. Die führen mich herum und ja, man merkt, es geht halt ein Tag drauf, wenn man da herfährt und so, auch wenn man erst am Abend spielt, aber mit den Proben und man kann halt da nicht vorher nur am Berg gehen oder weiß nicht was. Und meine Familie ist da voll da für mich, das schätze ich auch echt. Nach der Pause war die Solistin Agnes Oberndorfer an der Reihe.
kannst du uns bitte mal vorstellen, wer bist du, woher kommst du, was ist Musik für dich? Ich bin Agnes Oberndorfer, ich spiele Bratsche und komme aus Kremsmünster. Ja, Musik bedeutet sehr viel in meinem Leben. Es ist wirklich, ich liebe es zu musizieren mit anderen Menschen, sowie alleine. Also, ja. Das heißt, so von Kleinstkind auf hast du schon gespielt? Ja, genau. Auch mit der Familie? Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Geige zu spielen und seit ich 11 bin, spiele ich Bratsche. Und ja, meine Mama ist Musikschülerin und meine Schwester ist Cellistin. Also, ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich für das Stipendium Ratzenböck 2017 beworben hast? Ja, ich habe gesehen, dass eben das beworben wird, also dass man sich anmelden kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich probiere es einfach. Und ja, es hat geklappt. Also bin voll froh. Ihr Solo, die Romanze für Viola und Orchester in F-Dur von Max Bruch. Was ist denn das, wer sich bei Musik nicht auskennt? Ja, eine Romanze ist ein Liebeslied sozusagen, ein Liebesstück. Also es ist wunderschöne Musik von Bruch. Wie hast du das geübt? Wie geht man dann an, dass man das lernt? Ja, am Anfang einmal nur die Noten lernen und so. Und mit der Zeit versucht man halt verschiedene Klangfarben zu finden. Und ja, ich hoffe, dass mir das auch heute Abend gelingen wird, dass ich die Menschen dann berühre. Nach dem Auftritt der Solistinnen kamen zum Schluss die 4 slawischen Tänze von Antonin Dvořák. Eine tolle Leistung dieser jungen Musikerinnen und Musiker. Dafür gab es einen großen Applaus von dem begeisterten Publikum, in dem natürlich viele Eltern der Musiker und Musikerinnen saßen. Unsere Tochter, die Katharina, hat heute am Schlagzeug bei diesem tollen Symphonieorchester mitwirken dürfen. Und das war für uns natürlich ein triftiger Grund, heute hierher zu kommen. Also wir sind hochzufrieden, aber nicht nur das Schlagzeug, das gesamte Orchester hat uns heute wirklich beeindruckt. Das war eine tolle Leistung, was diese jungen Menschen da heute an klassischer Musik produziert haben. Das Symphonieorchester steht und fällt mit dem, der das Ganze einstudiert mit den jungen Menschen, der die Werke auswählt und der sich dann wirklich die Mühe macht, mit den jungen Leuten zu musizieren. Und das kann der Peter Aigner ganz hervorragend.